Wir haben jetzt als nächstes die Auswahl zwischen Touren, Wagenrennen, Mediterranean und Herausforderung General Motors Tropical. Wobei der eine ist blau und der andere ist nicht blau. Ist der hier etwa Tatsache, der ist gesperrt? Aber der hier ist freigeschaltet. Das heißt, wir haben gar keine Auswahl. Und zwar ein Einzelrennen ist freigeschaltet. Komme in dieser Herausforderung über 2 Runden auf der Strecke Island Outskirts unter die ersten 3. Entscheide dich zwischen dem Opel Speedster und dem Vauxhall VX220 von General Motors. Jo, ab zur Autoauswahl. Opel Speedster haben wir, glaube ich, eben gefahren und den Vauxhall, keine Ahnung, wie man den spricht, VX220. Nehmen wir den doch mal und gucken, was der sonst noch so für Farben bietet. Aha. Nee, gelb mag ich nicht. Nee, das Grün ist hässlich. Das Rot, das ist so verblichen. Bäh. Schwarz ist ganz geil. Wobei, wir sehen den Wagen ja sowieso nicht, denn ich fahre in der First-Person-Perspektive. Ich fahre also mit der Stoßstangenkamera, weil auch wenn das Spiel die Ansicht... Ach, nehmen wir blau. Auch wenn das Spiel die Ansicht unterstützt... Also, wie ich eben sagen wollte, auch wenn das Spiel die entsprechende Ansicht unterstützt, so ist es trotzdem, ich kann irgendwie nicht spielen, wenn ich das Auto nicht aus der First-Person-Perspektive hier sehe, weil auch das Spielverhalten ist ein klein wenig anders in Kurven und so und, ich werde vielleicht ein Rennen, wo es, nein, ich werde kein Rennen in der Third-Person, nein, mache ich nicht. So, ja, wir sind hier da, endlich, es ist Tag. Kurz mal Gas geben. Also ich werde dementsprechend, also ich kann hier ja mal zeigen, so sieht das halt aus, wenn man in der Third Person spielt. Und irgendwie, also ich kann so spielen, wie man sieht. Irgendwie kommt mir das Spiel gerade mega langsam vor. Auch wenn ich hier mit 180 durch die Sachen, durch die Walachei pese. Au, scheiße. Ich schalte mal eben wieder auf die First Person, weil ich finde, es wirkt auch irgendwie schneller. Also quasi mehr Highspeed, mehr Turbo und so. Also, ich persönlich mag es. Und wie man hier auch schön sieht, ist das Spiel durch diesen Mod... Ja, schon wieder einer. Wow. Alter, scheiße! Ist das Spiel durch diesen Mod ein klein wenig aufgewertet worden? Es ist wesentlich hübscher... Ja, jag doch den Ersten da. Jag doch nicht mich, du Penner. Ah, ja, jetzt jagt er den Ersten. So, diese Strecke hier ist übrigens eine, die ich nicht so... Alter, was? Jagt er auch mich? Jagen mich jetzt 2? Alter. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, hier versage ich wirklich. Was hast du? Ist das... Ja, super, jetzt habe ich ihn abgehängt. Aber trotzdem bin ich, wie man sieht, nur Vierter. Das gibt's ja wohl nicht. Wow. Also die Strecke kenne ich in dieser Version noch nicht. Also ich kenne Teile dieser Strecke, aber entsprechend nicht alles. Zum Beispiel diese komische Brücke da eben. Oh, jetzt ist der schon... Ich glaube, ich hätte da die Abkürzung nehmen sollen, damit ich den entsprechend abhänge. Weil das ist so echt so ein bisschen... Ah, jetzt wechselt er die Spur. Alter, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Hör auf, mir am Arsch zu kleben. Echt, das ist wie so ein Kaugummi. Oh, was brennt denn da? Alter, jetzt wollte der mich ausbremsen. Du kannst mich mal. Und zwar gepflegt an meinem blanken Metallarsch lecken. Er ist weg. Ich hab ihn abgehängt. Juhu! Und normalerweise fahre ich, also auf dieser Strecke, wenn ich wie sonst fahre, wäre ich eben nicht hier abgebogen, sondern wäre geradeaus weitergefahren. Und dementsprechend ist das jetzt hier so ein bisschen neu für mich, würde ich jetzt mal so... Nein, nicht schon wieder einer. Das ist gar nicht so einfach hier. Aber immerhin habe ich eine nette Hintergrundmusik hier. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die wirklich gut passt. Also, ich habe da schon... Wow, ich habe da schon ein paar härtere Tracks genommen teilweise. Oh nein. Alter. Übrigens gibt es hier auch Polizeihelikopter und all so ein Schnickschnack.
Das ist echt sehr interessant. Wuhu! Na, scheiße! Voll gegen die Wand gebrettert, voll gegen die Palme. Alter, das gibt's ja nicht. Aber ich bin immer noch Erster. Das heißt, es ist jetzt nicht so scheiße gewesen, dass ich dagegen gefahren bin. Aber, naja, mein fahrerisches Können ist, was? Letzte Runde schon? Wow, Alter, pass auf, du fährst auf der falschen Straßenseite, Junge. Oder sind wir hier irgendwo in Fernost oder so, wo man auf, ich weiß gar nicht, in Indien, glaube ich, fährt man auf der falschen, also für uns Europäer auf der falschen Straßenseite, wobei Europäer, die Engländer fahren ja auch auf der falschen Straßenseite. Also ich sage jetzt immer die falsche Straßenseite. Als Maul! Und hör auf! Wie gesagt, die Engländer, wir sagen ja immer, ja, die fahren auf der falschen Straßenseite. Aber für die Engländer fährt quasi der Rest der Welt auf der falschen Straßenseite. Weil es ist ja auch so, nicht nur die Engländer, wow, wow. Alter, der ist immer noch an mir dran. Nicht nur die Engländer fahren auf dieser Seite, auch ich glaube auch die Australier fahren auf der Seite. Wow. Junge. Pass doch auf hier. Alter, halt's. Verpiss dich. Das gibt's ja wohl nicht. Der ist ja sowas von mega hartnäckig. Das gibt's ja wohl nicht. Wobei, dieser Streckenabschnitt hier kenne ich gar nicht. Der ist echt hübsch. Fuck yourself. Und das ist, glaube ich, eine Straftat, dem den Finger zu zeigen. Wow. Hier ist übrigens schön Wasser auf der Strecke. Wow. Alter, kann der nicht irgendwie mal einen Gegenverkehr fahren oder so? Der klebt ja echt an mir wie... Alter! Fahr! Das gibt's ja nicht. Das ist auch noch die letzte Runde. Ja, ich versuche dich abzuhängen. Das versuche ich schon die ganze Zeit, aber du bist echt wie so eine Klette. Du bist wie so eine Zecke. Echt? Du klebst quasi im Hundefell und lässt einfach nicht los, bis du dich vollgesaugt hast. Ja? Ja? Ist es so? Lass den Scheiß! Alter! Wann werde ich den endlich los? Kann ich mir hier nicht irgendwie eine... Jetzt hat er mich schon wieder gedreht. Das gibt's ja wohl nicht. Ja! Am liebsten würde ich dir irgendwie was an den Kopf werfen, aber ich hab nichts dabei. So. Are you messing with me? Vor allen Dingen in den normalen Kampagnen, da sprechen die nicht so viel mit einem. Also soll... Wow. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Der ist echt hartnäckig. Schön, das weiß ich. Beziehungsweise, eigentlich dachte ich bisher, du bist einfach nur ein Spaßvogel, der mich verarschen will. Bleib mal schön hinter mir, Junge, okay? Ah, er ist weg. Er ist weg, er ist weg. Ich hab den Bastard abgehängt. Jetzt erst? Alter, this is too dangerous. Der hat mich 50 Millionen Mal gedreht, dieser... Und... Ah, echt jetzt? Was... Bam, Headshot, sag ich da nur. So, nicht, dass ich jetzt durch... nein, nicht schon wieder gegen die Palme. Och, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt musste ich kurz mal resetten, um den Wagen wieder auf die Spur zu bringen. Weil ich habe jetzt hier keinen Bock jetzt wegen diesem dämlichen Bullen, beziehungsweise wegen diesem komischen Sprung, währenddessen ich nicht steuern kann. Nein, der folgt mir nicht. Gut. Das war's. So. Wieder ein Rennen als Erster abgeschlossen. Oh, 5 Sekunden Vorsprung. Das heißt, ich hätte auch eigentlich geradeaus... Ich hätte mich nicht resetten müssen. Erster Platz, 1000 Punkte. 2 Rundenführung, 100 Punkte. 3 Getaways, 325 Punkte. Medaillenbonus und so weiter und so fort. Wir haben die Goldmedaille und wir gucken gleich mal auf dem Bildschirm, was uns so als nächstes Rennen erwartet. Ja. So, da sind wir wieder. Ich wollte gerade zum Getränk greifen, aber wir sind schon wieder da. Und um weiterzukommen, müssen wir ein Runden-K.O.-Rennen in Calypso, auf der Calypso-Runde, drehen. Denn Verfolgung Fall Winds bringt uns nicht weiter, wie wir hier sehen. Der Strich endet dort. Und da ich das Ganze hier nicht über 20 Folgen machen wollte, fahren wir eben ein Runden-K.O.-Rennen. Für dieses Runden-K.O.-Rennen über 5 Runden auf der Strecke Calypso Coast steht eine breite Palette an Fahrzeugen zur Auswahl.
Werde bloß nicht Letzter und lasse dich auf keinen Fall von den Cops erwischen, sonst scheidest du aus. Schaffst du es unter die ersten drei, erhältst du eine Medaille und kannst deine Karriere fortsetzen. Ja. Oh, und wir können hier den BMW Z8, was haben wir, den Ford TS50, kenne ich nicht, sieht aber nicht so schnell aus. Den Mercedes-Benz, ein Jaguar und dann BMW M5. Ne, ich nehme mal den Z8. Ich fahre mit Automatik. Früher habe ich tatsächlich nicht mit Automatik gefahren. Wobei, nehmen wir ihn diesmal in Blau. Früher habe ich nicht mit Automatik gefahren. Übrigens nur mal für euch zum Vergleich, ohne Shader, mit Shader. Sieht irgendwie besser aus, finde ich. So, und da sind wir schon. Wie wir sehen, Calypso Coast, Boris, Slicks, Swerve, RJ, Vinona und TBM zockt. Das heißt, die Dame auf der fünften Position mit dem XKR, auf die müssen wir achten. Das heißt, ich drücke jetzt auf die Taste und wir sind im Spiel. 3, 2, 1 und wir fahren los. Die Strecke hier ist übrigens hübsch, die haben wir, glaube ich, schon mal gefahren. Endlich habe ich eine ordentliche Hupe. An dem Auto eben hatte ich ja so eine echt Dreckshupe. Also die klang ja echt Müll. Ja. Hup dich bitte sonst wohin. So. Auf jeden Fall, mit dem Wagen, der zieht so schon so ein bisschen besser. 210. Wieder runter auf 170. Das ist irgendwie blöd, dass man durch diese Kurven... Oh, habe ich da eine Möwe gehört? Das ist ja interessant. Also... Alter, das ist gar nicht so einfach. Nein, 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 nein. Ja, leck mich fett. Direkt angebumst von dem Penner. Das gibt's ja wohl nicht. Ist der weg? Geil! Kurz angebumst und schon ist er weg. Juhu! Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Bullen so schnell verlieren. Obwohl er ist... Nee, der Balken reduziert sich. Ich glaube, wenn der Balken weg ist, sind wir weg. Wobei, ist das hier wie bei GTA mit den Sternen? Also ich habe jetzt momentan einen Stern. Insgesamt kann ich 5 Sterne haben. Er ist weg. Das heißt, ich bin schnell genug gewesen, um den Typen abzuhängen. Ich frage mich echt gerade, ob das wie bei GTA ist. So, wenn ich mehr als eine Straftat begehe, kriege ich dann 2 Sterne? Also eben war das ja schon hart, dass da irgendwie 2 Bullen hinter mir her waren. Die hätten ruhig mal einen Helikopter oder sowas einsetzen können. Der ist wesentlich einfacher, als wenn da ständig einer von links und rechts an einem rumbumst. Alter, ich komme nicht um die Kurve rum. Und ich soll hier... Was? Ich soll hier fünf Runden? Scheiße! Alter! Lass mich in Ruhe! Da ist er. Hier gibt es gleich eine Sprungsequenz. Scheinbar nicht, während ich verfolgt werde. Nein, natürlich antworte ich nicht. Denkst du, ich halte jetzt einfach an und verliere das Rennen wegen dir? Alter, lass mich doch mal vorbei hier. Ich muss mal eben kurz hier abkürzen übers Grün. Habe ich den gerade... Ist der? Nein, er kommt wieder. Er ist ein Idiot. Scheiße. Fuck. Er ist ein Idiot und hat tatsächlich auf die Verfolgung aufgegeben. Alter, du fährst auf der falschen Straßenseite, Junge. Hui! Miep, miep, miep. So. Was? Das ist schon Rundenende? Das ist aber eine schnelle Runde hier. Ich weiß übrigens im Nachhinein nicht... Och nee, nicht schon wieder einer. Hier. Zack. Hier folgt er mir nicht. Was? Backup Routes? Scheiße! Alter! Ich bretter hier irgendwelche Tische um. Alter, tu doch diese... weg mit dir! So. Tatsache, ich habe 2 Sterne jetzt. Das ist ja geil. Wusste das gar nicht. Also als ich hier testweise Rennen gefahren habe, wo man entsprechend auch von den Cops gejagt wurde, habe ich immer nur einen Stern gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Also dementsprechend habe ich das gar nicht mitgekriegt. Das ist dann quasi so der Modus sich erweitert. Ignoriere mich bitte. Oh nein, natürlich. Das entsprechend... da hätte ich die Abkürzung nehmen sollen.
Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass man durch Abkürzung die Cops eher abhängt. Aber folgt er mir überhaupt? Bisher noch nicht so gut. Aber naja. Ah, jetzt kommt mal ein bisschen mehr passende Musik für sowas hier. Agro-Musik. So ein bisschen, ja, ich höre ihn. Alter, da ist er. So, lass mich mal kurz... Alter, lass mich in Ruhe. Die Kurve hier ist fies. Da bin ich beim letzten Mal von dem so richtig abgedrängt worden. Ah, scheiße, da ist er immer noch. Ich hoffe, euch erschreckt das nicht, wenn ich hin und wieder mal nach... Er ist weg, juhu. Ich hoffe, euch erschreckt das nicht, wenn ich hin und wieder mal nach hinten gucke, um entsprechend zu schauen, ob der... Bam! Ob der schon weg ist, der Polizist. Wow, 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 wow. Alter, scheiße. Fuck. Das war jetzt keine gute Idee. Ich hab den von hinten einfach... Scheiße. Das sollte man irgendwie nicht machen. Was, ein Roadblock? Was? Was soll das denn heißen? Ach du Scheiße. Also ich habe das Spiel damals, als es rauskam, auch als Cop gespielt. Das heißt, Scheiße. Aha. Ja. Weil ihr vielleicht hättet ein drittes Auto in die Reihe stellen müssen. So. Ich hoffe nicht... immer diese Falschfahrer, das gibt's ja nicht. Ich dachte, da wäre schon die Abkürzung, aber die ist hier erst. So, auf jeden Fall. Ich sag sehr häufig, auf jeden Fall. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Ich spiele das Spiel hier eigentlich, weil ich mir so... Wow. Weil ich mir so letztens dachte, so ja... ich habe ja jetzt irgendwie dieses Retro-Adventure-Spiel da gespielt. Und es gibt so Leute, die... Die mögen solche älteren Spiele und ich dachte mir, ach naja, also ich guck mal einfach. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter. Wow. Scheiße? Haben die mich? Nein, die haben mich nicht gekriegt. Aber da waren auf der anderen Seite war dieses. Wow. War dieses Nagelband zu sehen. So, ich muss mal eben kurz hier ein bisschen improvisieren. Er ist weg? Ja, er ist weg. Er kennt die Abkürzung hier nicht. Aber habt ihr das gesehen? Da war ein Nagelband auf der Seite. Wenn ich darüber gefahren wäre, dann wäre mein Auto im Arsch. Das gibt's ja nicht. Also das Spiel wird doch schon irgendwie auch im einfachen, also im Anfängermodus oder ist das normaler? Nee, ich spiele im normalen Modus. Auch im normalen Modus wird das Spiel halt schon so ein bisschen wehe der. Ah, ignoriert mich gut. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier eigentlich Geschwindigkeitslimit? Also ich meine, was passiert, wenn man an einem Kopf vorbeifährt und sich an das Limit hält? Wird man dann nicht angehalten oder ist das dann quasi so, wenn sie dich einmal erwischt haben, halten sie sich dann jedes Mal an? Hier kommt jetzt wieder diese Sprungsequenz. Hui! Pam! Ach! Du schon wieder. Ja, ja, Commencing Pursuit. Nee, 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 nee. Leck mich an meinem. Alter, scheiße. Alter, der ist ja immer noch da. Er ist weg. Juhu. Alter, ich fahre hier echt wie ein Besoffener. Kein Wunder, dass die Cops mich ständig auf dem Kieker haben, wenn ich hier fahre. Echt wie so ein Idiot. Hui. Ja, fliegen! Nichts ist schöner als fliegen. Und deswegen dachte ich mir, naja, ich habe ja jetzt so ein Retro-normales Spiel, so ein Adventure-Retro gespielt. Und ich habe irgendwie letztens gesehen, es gibt jetzt schon... Oh nein! Kaum mache ich mal einen Fahrfehler, schon sind diese Arschgeier wieder da. So. Auf jeden Fall, ich dachte mir... Gut. Ach, Public Safety. Ja, genau, klar. Nee, echt jetzt. Wobei, wenn jemand ständig im Kreis fährt, dann müsste die Polizei eigentlich klüger sein und irgendwann einfach mal Straßensperren pro forma errichten. So im Sinne von, ja nee, der ist hier jetzt schon viermal rumgefahren.
Ich glaube, der fährt auch noch ein fünftes Mal hier rum. Ja, war ja klar. Ich hätte auch langsam fahren können. Das wäre dem nicht aufgefallen. Ja. Ah, Roadblock ist irgendwo aufgestellt. Alter! Lass mich! Wehe, der steht hier irgendwo, der Roadblock. Scheiße. Bam! Fuck! Alter, gib Gas, Junge. Es gibt nur noch drei Leute außer mir. Wo ist der? Ah, der steht da. Gut. Den habe ich hoffentlich jetzt abgehängt. Alter. Nee, ich wollte gerade erzählen, warum ich eigentlich so retromäßig jetzt gerade hier mal ein Rennspiel spiele. Ich habe irgendwie gesehen, dass da gerade ein aktuell neuer Need for Speed-Teil raus ist. So, ist nicht lang her. Und ich dachte mir, spiele ich jetzt den? Und da habe ich so auf die Hardware-Anforderungen geguckt. Und habe irgendwie festgestellt, also mein System ist jetzt nicht mehr so wirklich up-to-date, um so ein Spiel quasi... Ah, scheiße! Um so ein Spiel spielen zu können. Und dann dachte ich mir, gucken wir mal so in den Schrank, was wir da nur so an Spielen haben. Und da ist mir aufgefallen, ach, da gab es ja mal so ein Need for Speed Teil, den ich damals, wie man heutzutage sagt, so richtig gesuchtet habe. Also ich konnte echt nicht genug kriegen davon. Ich habe teilweise so Time-Trial-mäßig Strecken 20, 30 Mal am Stück gefahren, nur um meine Zeit irgendwie zu verbessern. Und dann gibt es natürlich das Problem, du fährst so eine Strecke zum 10. Mal und weißt genau, wenn du an Kurve XY, wie hier zum Beispiel, anstößt, dann schaffst du deine Rundenzeit nicht, weil du exakt an der Stelle einen Bruchteil einer Sekunde verbrauchst, weil du eben... Oh, scheiße. Alter... Fuck. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist übrigens das Ziel gleich. Nein, scheiße, das ist erst die letzte Runde. Ich dachte, ich wäre den schon los. Alter, lass mich durch. Wo war ich gerade? Ich bin jetzt ein kleines abgelenkt. Ich weiß nicht mehr. Ja, hast mich verloren. Endlich. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich bin total abge... Ach ja, genau. Wenn man dann wusste, so, aha, wenn du... Autsch. Wenn du sowas wie das hier machst, dann verlierst du da irgendwie 3-4 Sekunden, weil du eben wieder auf Tempo kommen musst. Ja, war ja klar, dass du gleich wieder deine Nase hier quasi in meinen Po rammst. Nee, es lief halt so ab. Oh nein, jetzt kommen da zwei oder was? Scheiße. Viel zu viele. Alter, fuck. Alter, ich muss in Bewegung bleiben. Und wie man sieht, nur noch eins von zwei. Das heißt, es gibt nur noch zwei Autos. Also mich und den anderen. Und natürlich diese dämlichen Cops, aber die ich jetzt endlich mal hoffentlich abgeschüttelt habe. Und diesmal habe ich nicht gehört, dass die irgendwie über Funk durchgesagt haben. Ah ja, genau. Und gleich, wenn du irgendwo respawnst, bist du natürlich wieder Feuer und Flamme und verfolgst mich natürlich wieder mal von vorn. So wie jedes Mal. Na? Nicht? Heute nicht. Okay, gut. Dann mal eben eine Runde nicht. Endlich lässt mich der Penner mal in Ruhe. So. Übrigens auch schön zu hören. Wow. Da war eben gerade... Alter! Da ist gerade die Framerate massivst im Keller. Alter, ich muss mal kurz anhalten. So. Framerate ist wieder oben. Ich weiß nicht, woran das gerade lag, aber ich habe so ein bisschen das Problem, dass die externe USB-3-Festplatte, die übrigens von Seagate ist, dass die im Gegensatz zu meiner externen USB-3-Platte von Samsung, die ja leider ihre Festplattensparte an Seagate verkauft haben. Wow. Alter, scheiße. Schmeißen mit Fässern.
Was wollte ich gerade sagen? Also, wie gesagt, Samsung hat die Festplattensparte an Seagate verkauft. Und Seagate macht, ich sag's mal, harmlos. Seagate baut Müll. Ehrlich. Scheiße. Weil, die Festplatte von Seagate hat so das Problem. Hin und wieder hat die Festplatte so Aussetzer, wie eben zum Beispiel. Dann fängt die Festplatte an, wie blöd zu rödeln, ohne sichtlichen Grund. Weil es sind darauf noch 120 GB frei. Da sollte es kein Problem geben, irgendwie defragmentiert zu sein oder so. Weil schreib einfach an die Stellen, die frei sind. Das ist eine 3-Terabyte-Platte, da muss immer irgendwo was frei sein. Das habe ich bei meiner Samsung-Festplatte nie. Die schreibt permanent mit 30 FPS. Nur leider ist sie momentan voll, weil da Minecraft drauf liegt. So, wir sind erster Platz, 1000 Punkte, 5 Rundenführungen, 11 Getaways. Alter, das wird so, so eklig wird das. Und wir haben die Goldmedaille gewonnen.